Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale und wir sind hier im Schützenpass. Genau hier sind wir gerade und ich habe die Gegend ja hier noch nicht ganz zu Ende erkundet. Das holen wir jetzt mal nach. Nachdem wir ja ständig hier an einer Stelle nur waren, gucken wir uns mal überall auf der Karte gerade mal um, wo wir eben noch nicht so waren. Und da bin ich mir ziemlich sicher, so wie hier zum Beispiel, dass ich hier dann wohl noch nicht war. Weil hier sind ja sogar noch Mauern, die ich einreißen kann. Vielleicht habe ich auch erst jetzt die Resonanzsteine, die ich vorher gar nicht hatte. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Guckt mal, wie cool das ist. Hier kann man einfach loslaufen, obwohl ich ein bisschen Angst habe, einfach weiterzulaufen. Kommen hier auch welche? Ah, das ist cool. Die kommen hier von ganz alleine, die Steine. Oh, da kann ich mir einen Schlüssel holen. Ach, wie cool. Ah. Ich weiß immer gar nicht, wann hier in der Luft die Dinger kommen. Ja, das ist toll. Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Habe ich noch nicht diese gelben Resonanzsteine? Das ist natürlich schade, sonst würde ich hier weiterkommen. Ach, wie ärgerlich. Wo sehe ich das nochmal? Welche ich schon habe und welche nicht? Wahrscheinlich auch hier im Inventar. Übrigens hat mein Spiel gerade total gesponnen, aber wie? Meine Figur ist die ganze Zeit von alleine nach links gelaufen und so. Und ich glaube nicht, dass es an meinem Gamepad liegt. Und ich hoffe, das spackt jetzt nicht hier weiter rum. Das war echt komisch jetzt. Zum Beispiel merke ich gerade, dass ich nicht... Doch, mit dem Joystick komme ich in die zweite Reihe, aber mit der Maus gerade... Ja, okay, jetzt geht's wieder. Aber vorher überspringt er die ganze Zeit zweimal. Ganz komisch, mein Spiel gerade. Das wollte ich aber eigentlich auch nicht. Wo sieht man das? Egal. Wir... Ja, wo gehen wir dann hin? Hier kommen wir dann nicht erstmal weiter. Wo kann ich dann hin? Schade. Und ich dachte, wir entdecken hier irgendwas Cooles. Dann haben wir schon grün. Wir haben rot. Ja, das ist rot. Uns fehlt noch gelb. Blau haben wir auch schon. Und weiß auch schon, meine ich. Hm. Ja gut, gehen wir mal erstmal hier weiter. Huch. Okay, ich bin ein bisschen tief gefallen. Egal. Wir gehen weiter nach links. Hier waren wir auch noch nicht. Ja, nun geh schon. Hallöchen. Okay, noch ein Schlüssel, aber das, ja... Schlüssel ist schön, aber irgendwie müssen wir wohl, glaube ich, mal nach oben. Yay, alle tot. Wir gehen wieder nach oben. Nein! Hilfe. Ich dachte, ich versuch's hier einfach mal. Kein Ausweg. Explodiert doch mal, Leute. Genau. Aua. Oh oh. Gegner. Ich bin voll reingelaufen. Ah, Hilfe. Ja, nun. Ich verbrenne mich hier die ganze Zeit ohne Ende. Ist auch schön. Okay, hier kann ich speichern. Machen wir das mal, auch wenn das nicht so super gelaufen ist.
Die ganzen Gegner können uns ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Was ich ganz cool irgendwie finde. Aber hier kommt man gar nicht mehr weiter, oder was? Doch, hier ist noch eine Notiz. Die hatten wir auch noch nicht. Yay! Ja, und warum wird die mir nicht angezeigt? Sonst werden die doch immer angezeigt. Notiz, 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 Notiz. Notizen? Hallo? Hier. Ja, kann das mal ordentlich hier angezeigt werden? Das ist auch wieder so schlau gemacht hier. Ich drück echt nur ganz kurz. Jetzt habe ich zufällig die Notizen endlich gefunden. Ja. Aber hier habe ich irgendwie doch keine neue, ne? Ich habe doch aber gerade einen Zettel oder so aufgehoben hier. Wie merkwürdig. Hier war ich ja wahrscheinlich auch noch nicht. Uah. Weil ich ja da diese Fähigkeit noch gar nicht hatte, oder? Oder? Wo komme ich jetzt hin? Nach oben wieder, oder was? Weil ich so weit runtergeknallt bin. Ich habe kein Problem damit, runterzuknallen. Ich will wissen, was hier ist. Wir erkunden die Welt. Zusammen. Oh. Cirelian Prüfung 6. Hatten wir die schon? Wir hatten schon so lange keine Prüfung. Aber probieren wir es einfach mal aus, würde ich sagen. Wo bringt uns denn das Rote hin? Und wo bringt mich das Grüne hin? Und, ja, super. Nee, dann nochmal in das Rote, bitte. Weil die Zeit läuft ja auch, oder? Okay. Hoch mit dir. Ey, spring doch mal. Ja, das hat's gebracht. Gleich ist die Zeit um. Ach, ich muss diese Steine alle in der Zeit hinkriegen, ne? Kann das sein? Nee, hier gehe ich raus. Dann in den Orangenen. Ich war in dem Orangenen noch nicht. In den Blauen? Jawohl. Cool. In den Pinken. Pink. Rot. Rot. Orange. Und hier wie ich in den Grünen. Shit. Ich hab's nicht geschafft. Oh, wie blöd. Ich will das doch endlich mal schaffen. Oh Mann, ich will endlich mal 4 Sterne schaffen. Und meine Figur rennt schon wieder von alleine. Merkt ihr das? Ich hasse sowas. Was habe ich bekommen? Eine Zunderklinge. Eine Kombination verschiedener spitzer Teile. Kann meine Figur mal aufhören, von alleine zu rennen? Voll behindert. Kann man das nicht nochmal machen? Ja, man kann das nochmal machen. Ich möchte das nochmal schaffen. Man konnte da oben auch noch nach rechts. Oh. Wo bringst du mich denn immer hin? Hier wollte ich hin. Genau, hier war ich noch nicht. Kann ich die Dings einstürzen? Ja, das hat's gebracht.
Drei Stück fehlen mir noch. Nein! Hilfe, Hilfe! Ach, verdammt. Na komm, schnell durch, schnell durch. Nein, das schaffe ich nicht. Da ist eine Truhe. Öffne die Truhe. Nicht gut gelaufen. Massives Upgrade. Okay. Aber mir fehlen immer noch diese Dinger. Welchen hatte ich denn? Und ich muss mal wieder zu diesen verschiedenen Farben. Oh, er geht automatisch immer... Ja gut, war wenigstens richtig diesmal. Geh in den pinken. Okay, geh nochmal in den gelben. In den blauen. Waren wir hier schon? Nein. Hä? Das wird doch wieder nichts. Das ist alles voll... Nein, es ist blöd. Nein, ich war gerade eben besser sogar. Meine Figur rennt wieder von alleine. Ich war... Irgendwo war ich noch nicht. Komm schon. Das bringt's ja auch nicht. Hier ist ja nichts. Außer der hier. Nein. Oh. Ja, lauf. Lauf. Ich möchte wissen, wo ich noch nicht war. Ich gucke übrigens auch nie auf die Karte oben, ne? Nur, dass ihr es wisst. Die Karte hilft mir immer überhaupt nicht. Ich merke mir das einfach irgendwie. Anscheinend merke ich es mir aber nicht. Ich hasse es, dass er von alleine im Moment nach links läuft. Das ist voll bescheuert. Probier einfach die ganze Zeit rum. Jetzt nehme ich mal den lilanen. Okay, lila ist hier. Dann nehme ich nochmal gelb. Ich habe keine Ahnung. Hier war ich noch nicht. Jawohl, dann nehme ich hier den oder den. Den hier nehme ich mal. Besser gelaufen. Auf die linke Seite muss ich irgendwie kommen. Aber wie, weiß ich noch nicht. Da ist noch eine linke Seite, auf der ich irgendwie noch nicht war. Das sehe ich die ganze Zeit. Nein! Hier komme ich raus. Ich will nicht raus. Och, Manno! Ich will weitermachen. Ach, doof. Ja, ist gut. Bescheuert. Also ich darf... Genau, da links, da will ich hin. Da, wo es gerade noch... Ich will das schaffen. Geht ja nur der. Nee, hier kann man nicht durch. Jedes Mal hoffe ich das, aber es geht nicht.
So, jetzt vielleicht mal den pinken. Nee, das wird auch nichts. Nochmal blau. Hilft mir das irgendwie? Nö. Rot. Grün. War ich schon? Gelb. Den mittleren nicht. Den. Hier komme ich, wenn ich den falschen nachher wieder nehme. Schnell, 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 schnell. Sonst verbrennst du dir den Hintern. Oh, hier ist auch immer so eine Stelle. Ich habe keine Ahnung. Ich mache immer dasselbe, ich weiß, aber ich komme hier auch einfach nicht weg. Keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, was ich noch nicht ausprobiert habe. Tja. Hier vielleicht nochmal den blauen. Oh ja. Jawohl. Oh. Ja. Ich hab alle. Juhu. Ich hab alle. Jetzt habe ich alle hingekriegt. Es war der blaue. Jetzt muss ich nur wieder rauskommen. Es war der blaue. Interessant. Hier kann ich doch raus, ne? Hier kann ich nicht raus. Okay. Wo ging denn das nochmal? Über welche Kugel? Oh, er springt automatisch in den blauen, du Depp. Sollst nicht in den blauen springen. Sollst in den roten springen. In den grünen. Oder auch nicht. Okay, den orangenen. Orange? Orange. Orange ist gut. Ja, yippie. Und jetzt habe ich aber alle gehabt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein? Nein. Weil wegen der Zeit, ne? Scheiße. Mann. Jetzt habe ich aber zumindest mal einen neuen Weg entdeckt gehabt, sodass ich da die Punkte noch gekriegt habe. Hör auf, von allein nach links zu laufen. Ich mache jetzt mal eben Cut und mache das nochmal, bis ich das hinbekommen habe, dass ich alles hinkriege in der richtigen Zeit. Bis gleich. So, da bin ich wieder raus aus der Höhle gegangen mit meinem selbstständig laufenden Dust. Und ja, ich habe es ein paar Mal noch versucht, aber irgendwie nicht hingekriegt, auf die volle Zahl zu kommen. Deswegen laufe ich jetzt hier einfach mal weiter. Und guck mal, was wir hier noch so finden. Die können es ja hier alle nicht lassen. Die möchten alle unbedingt sterben. Ich merke das schon. Ja, ja. Ist okay, Leute. Ihr wollt es ja immer unbedingt. So, kommen wir jetzt endlich hier mal hin, wo... Hört ihr mal auf, mir hinterher zu fliegen? Unglaublich. Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Ah ja, genau. Zur Fräulein Schmiedin oder so nehme ich mal an. Oder auch nicht. Denn... Das, du bist heute echt nicht so, Irgendwie verbrennt er sich ständig, aber was ich gut finde, ist, dass er kaum Schaden nimmt. Soll er doch brennen. Ja, geh mal nach unten hier. Irgendwo muss sie ja mal kommen. Dachte ich eigentlich. Aber anscheinend nicht. Was ist hier?
Dann sind wir hier wieder. Hier war ich doch schon zigmal jetzt. Ach Mensch. Mensch. Nein. Ganz falsch schon wieder. Total. Hier waren wir doch schon. Ach Manu. Dann wieder nach oben. Hey, aber dann muss es doch da weitergehen. Es geht doch auch links runter. Warum geht es links runter und warum komme ich da nicht weiter? Ja, aua. Explodiert doch alle. Also irgendwie muss ich die doch aktivieren und jedes Mal brennt er sich den Arsch weg. Ich bin da einfach nicht sehr gut anscheinend heute drin. Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock. Ja, explodiert doch alle. Nö, wisst ihr, ich habe heute, glaube ich, auch so einen Spiellaunetag, wo es mir auch einfach echt schlicht und einfach egal ist, ob ihr mich da super perfekt kämpfen seht oder nicht. So, pff. Na und? Muss es auch mal geben. Genau. Hier war ich zwar schon, ja. Aber du kannst doch weiter nach links laufen. Dann kommst du wenigstens mal weiter nach links, oder nicht? Hab ich doch alle am Anfang des Parts schon platt gemacht, oder nicht? Idioten hier. Ja, hier habe ich die Notiz gefunden. Und kam nicht weiter. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Am Ende aller Tage. Yay! Dann lass dich doch einfach nochmal fallen hier. Und dann gehen wir diesmal nicht nach rechts. Sondern nach links. Rechts war nämlich die Prüfung. Keine Ahnung, wie ich es jetzt hier schon wieder hingeschafft habe. Echt. Lasst mich doch einfach mal alle in Ruhe. Die nerven mich alle so. Wieso habe ich jetzt keine Karte mehr? Danke für die Karte. Geht doch. Ich komme zum Ausgang schon wieder. Aber ich könnte auch hier wieder lang. Hier ist auch nix. Hm. Tja. Ich glaube, das muss ich nochmal üben. Ich sag dazu nichts mehr. Es ist so hohl. Ja, voll rein in die Parade. Hey, ich hab's mal geschafft sogar. Brenne aber noch von den vorigen Malen. Ist auch schön. Ach Leute, Weltkarte. Nee, ich will nicht so einen Stein benutzen. Nur weil ich so faul bin, jetzt den Weg nochmal zu laufen. Kann's ja auch nicht sein, oder? Ich schaff's wieder nicht. Ich wusste es. Aber immerhin wissen wir jetzt, wo diese Ceremon-Prüfung ist. Und wie die jetzt so aussah, die war echt happig mit den Farben. So nach 500 Mal Farbkugeln machen, hat man es dann drauf. Da weiß man dann langsam... Da weiß man dann langsam, ja, welchen Weg man nochmal gehen wollte. Nochmal gehe ich nicht durch diesen Teleporter-Scheiß. Ich will weg hier. Explodier.
La 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 la. Jetzt kommen die Dinger da auch gleich nochmal alle. Oh, ich will weg hier. Ich dachte, wir entdecken hier ein bisschen noch was Neues. Cooles, aber eher nicht so. Ich habe ein leckeres Törtchen bekommen. Ja, ja, lecker, lecker. Oh. Und diesmal gehe ich nicht nach rechts. Schwör ich. Endlich draußen. So, so, so. Jetzt aber in den letzten 4 Minuten gehen wir zu den Zirrumunhöhlen. Und zwar aus dem Grund, weil hier ja noch was war. Ich wollte eigentlich nicht nach Schlamming. Nee, nach Schlamming wollte ich nicht. Wo waren das nochmal? Hier, da, wo wir mit den Geistern und so die ganze Zeit waren. Schützenpfad, war das der Wald von Abades? Oder wie das hieß? Kann sein, ne? Oder? Nee, anscheinend nicht. Hä, wo war denn das nochmal? Die Sorgenwiese, die war das doch. Die olle, nervige Sorgenwiese. Da wollte ich hin, weil wir haben ja hier von unserem guten, werten Ofgastin. Genau. Good work, Ofgastin. I knew I could count on you. Are you heading up the mountain? This is a long way up, but the old road was blocked off ages ago, so you don't have much choice. Don't worry about us. You stay here and guard these rocks. I'll take it as a personal challenge. You and me, Dust, we're gonna save the world. Ja, ich will jetzt einfach nur mal wissen, was da überhaupt ist, deswegen gehe ich da immer noch mal rein. Weil, ist interessant und so. Okay, nee, das war blöd. Dann laufen wir hier einfach mal weiter. Genau, okay, da geht's einfach nur wieder zurück. Ich will nur wissen, was hier kommt. Denn, das letzte Mal bin ich hier ja raus, weil ich unbedingt weg wollte hier von diesem Friedhofskram. Aber wir kriegen erstmal eine Truhe. Das ist ja schon mal was. So als Begrüßung. Komm her, du Huhn. Hab ich's schon? Achso. Dann nach links vielleicht? Ja, nach links geht auch. Und dann komme ich doch wieder raus, oder? Ah, Kapitel 4. Enthüllung. Du hast eine neue Region entdeckt. Na, sieh mal einer an. Das ist sozusagen die Belohnung für den Friedhof. Gut, der Part ging jetzt hier mehr so um die Zeremonienprüfung, Dingsbums, aber immerhin haben wir jetzt hier am Ende nochmal diese Region entdeckt. Das war nochmal von der Friedhofsgeschichte, das hört auf von alleine zu laufen. Und dann würde ich sagen, schauen wir hier uns dann im nächsten Part doch einfach mal um in dieser neuen Region. Allerdings muss ich unbedingt das mit der Schmiedin eigentlich mal machen. Sonst laufe ich einfach nochmal offline jetzt zurück und versuche das mit der Schmiedin mal zu machen. Schalte dann nochmal da vielleicht zu, falls es interessant wirken sollte. Und wenn nicht, dann sehen wir uns hier auf jeden Fall dann wieder und spielen weiter. Weil ich will ja auch nicht, dass ihr völlig durcheinander kommt. Es ist immer was anderes, wenn man selber spielt, als zuguckt. Dann kommt man vielleicht eher mit der Karte und den Missionen durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Und ansonsten versuche ich euch immer eigentlich aufzuklären, auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis dann.